spielen und CDL Moshpit. Paar neue Game Features, die wir soweit alle schon im COD Next Event gesehen haben. Zwei neue Waffen Anfang der Season, zwei neue Waffen Mitte der Season. Und Bundles. Das ist der größte Content Drop aller Zeiten. Da ist ja Activision schon wieder. Naja. Also, neue Battle Map, ja, kennen wir schon. Loadouts bleiben im Game, sind aber nicht mehr kaufbar, sondern ein Loadout kommt frei für alle und man kann sich dann entweder nur noch Primärwaffen kaufen, Aufsätze finden, Aufsätze kaufen, an den Shops die Waffen kaufen, wie früher die Buystations waren, oder Strongholds und die Black Sites besuchen, eine Quest machen und damit ein Loadout gewinnen. Muss man mal gucken, wie lange man diese Quests machen kann. Also das Prestige-System ist wirklich komplett lost. So, Looting-Mechanik, das neue Backpack-System, was wir im Event gesehen haben, ist aus dem Warzone-Teil wieder raus, ist nur noch im DMZ-Modus und in Warzone habt ihr jetzt wieder das alte, ihr öffnet eine Box und der gesamte Loot, der da drin war, fällt raus, ihr könnt ihn direkt aufnehmen. War jetzt irgendwie abzusehen, dass sie den nicht behalten, weil das war ja super langsam. So, neuer Gulag ist Schmutzhoch 5, könnt ihr gerne kommentieren. Aber meiner Meinung nach Schmutzhoch 5, 2 gegen 2, völlig randoms, 4 randoms beim 2 gegen 2, ein Gefängniswärter in der Mitte und entweder ihr tötet das Gegnerteam oder den Gefängniswärter. Wenn keiner stirbt, verlieren alle. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Die ganzen KIs haben sie jetzt aus der Karte rausgenommen und wirklich nur noch an diese einzelnen Locations von den Blackside Strongholds gesetzt, so dass man von denen nicht mehr genervt wird. Die waren komplett überflüssig. Autos aufladen, also auffüllen mit Benzin und so, finde ich ganz cool. Am geilsten ist eigentlich hier Circle Collapse, dass die sich irgendwann aufteilen und dann wieder zusammengehen. Ich hoffe, es spielt sich gut dadurch. Proximity Chat, weiß nicht. Ich brauche den Gegner nicht hören, wenn er in meiner Nähe ist. Mir ist das viel zu viel. Also, mir ist das viel zu blöd. Muss man ganz ehrlich sagen. Ob ich den höre oder nicht, interessiert mich gar nicht. Ich werde es dann in Warzone definitiv nicht anhaben, wenn ich in Warzone spiele. Ja, Wasserkämpfe. Im Blackout war das Wasser echt cool gemacht. Man konnte unter Wasser schießen, über Wasser schießen, schwimmen, alles. Weiß gar nicht, warum es nie wieder so wirklich kam. Buystation 2.0. Jede Buystation beinhaltet ein besonderes Set von Items. Okay, das heißt, man wird es nicht unendlich auch limitiert kaufen können und ist wohl bei jeder Buystation-Shop anders. Denke mal, dass das damit gemeint ist. So, und dann DMZ-Modus, 21 Uhr können wir uns heute anschauen. Wird bestimmt interessant, hoffentlich. Third-Person-Playlist in Warzone dürfte dann ja PUBG-ähnlich sein. Würde ich jetzt mal sagen. Haut mich jetzt nicht um, ist nicht meins. Caldera ist Schmutz, interessiert mich sowieso nicht. MW2 Überblick, ja, Shoothouse Shipment, das war's. Season 1 Map, lebt damit oder nicht, mir egal. Hauptsache ihr spielt Warzone, gebt Geld aus. Shoothouse am Start der Season 1, Shipment mit Season. Nachdem Hotel irgendwie rausfliegt oder rausgeflogen ist oder rausfliegen soll, Museum nicht spielbar ist, die Formel 1 Karte nicht spielbar war bei der Beta, also ja, eine Milliarde Dollar in 10 Tagen und wir werden sowas von verarscht, es ist so traurig, ich bin so froh, dass ich damit Geld verdiene, Leute. Würde ich mit diesem Schmutz kein Geld verdienen, ich würde es nicht anfassen, ich schwör's euch. Ranked Multiplayer gönne ich jedem, der Lust darauf hat, ich hoffe, dass er gut wird. Raid, ja gut, Spec Ops ist gar nicht meins. High Ground, ach, das ist hier die Karte da. Und dann Tier 1 und Combat Record. Also Hardcore und Kampfstatistiken sind ein DLC, was wir zur ersten Season bekommen. Für euch alle, seid froh darüber. Ich sag euch eins, wenn die Kampfstatistiken bisher aufnehmen, garantiere ich euch, meine KD ist in Richtung SBMM beschützt mich bald. Ich hab ein sicheres Gefühl, die ist unter 1. Könnte auch 0,8 schon sein. Vielleicht geht sie noch ein bisschen niedriger, wer weiß. Bei der Waffe, die ich jetzt spiele, bin ich mir sogar sicher, dass es so kommen wird. Ja, und dann dieser neue Battle Pass, wo du eben einzelne Stufen direkt kaufen kannst.
100 plus Items, neue Operator, Weapon Blueprints und mehr kennen wir alle schon. Ja, verschiedene Innovationen, wie genau, wird man in der nächsten Woche sehen. Dann eben die neuen Waffen. Die Idioten geben mir natürlich meine Honey Badger erst keine Ahnung wann. Auf die warte ich seit 10 Jahren. Immerhin kommt sie. Ich hoffe, sie fühlt sich an wie die Honey Badger nachher. Ja, dann haben wir Fußballskins, die so scheiße aussehen, wie sie aussehen können. Und gleichzeitig Skins, die aussehen, als wenn sie aus Battlefield kopiert werden. Dann könnt ihr wieder bis Level 1000... Nee, wo, warte. Es gibt in der ersten Season ein Level Cap. Ihr könnt nur bis Level 250. Ja, vielleicht hatte irgendjemand keine Zeit, die Zahl 1000 einzugeben, denn 1000 hat eine Ziffer mehr als 250. Und alles andere ist unwichtig. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Wenn euch die News gefallen, mir gar nicht. Auweia, ey.